Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Kavalon hat hier den ersten Suchenden fast tot und... Verdammt. Dich nie wieder mit mir an. Da war ich zu langsam. Ich habe zwischendurch gespeichert und meinen Zauber weggesteckt. Vielleicht war das ein Fehler. Ich versuche das Ganze nochmal. Ich will den kriegen. Ich will die 300 Erfahrungspunkte. So, erstmal pausieren. Genau. Und dann... Zauber! Ja! Meine 300 Erfahrungen. Hey, Kavalon, alles klar? Was? Was? Warum? Leg dich nie wieder mit mir an. Junge! Du bist unverwundbar. Warum verprügelst du mich? Ich helf dir doch. Ich hab den Suchenden abge... Hab ich Kavalon abgeschossen? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken in der Aufnahme. Immerhin lebe ich noch. Und ich wüsste gerne, ob er mir das Gold abgenommen hat. Nee, hat er nicht, immerhin. Oh Mann! Was zum Henker? Machen wir das mal so, komm. So. Oh, jetzt hat er alle umgelegt, oder wie? Nur für einen die Erfahrung gekriegt? Schade. Danke für das Gold, du Held. Warte mal. Bist du mir noch sauer? Warte mal. Scheinbar nicht. Ach herrje, jetzt habe ich nur für einen die Erfahrung gekriegt. Na, was soll's. Dann habe ich halt nur 300 Erfahrung gekriegt. Immer noch besser als ja nischt. Nichts zu holen. Ich frage mich, ob es ihm besser gehen würde. Ob es ihm besser geht. Keine Ahnung. Ich wüsste halt nicht wie, weil ich bin gerade einfach endlos zu schwach für so einen Suchenden. Also einen kriege ich gerade noch so hin, habt ihr ja gesehen letzte Folge. Vino, Sichel, Milch, Wasser, Wein, Waldbeere. Oh, ein Almanach der Besessenen. Und eine Hacke. Ja, er ist halt immer noch Bauer, ne? Hey, du. Suchst du etwas? Ist das so offensichtlich? Ja, ich habe von den Wassermagiern den Auftrag... nach irgendwelchen verlorenen Ornamenten zu suchen. Ah, du auch? Trifft sich gut. Ich habe den gleichen Auftrag von Nefarius bekommen. Gehörst du also zum Ring des Wassers? Noch nicht, aber ich arbeite dran. Das freut mich. Dann muss ich das hier nicht alleine machen. Hast du schon ein Ornament gefunden? Ich habe die Stelle gefunden, an der wir eins finden sollten. Dieser Steinkreis könnte eins dieser Bauwerke sein, die Nefarius beschrieben hat. Jetzt müsste man nur noch den Mechanismus finden, nach dem wir suchen sollen. Ich habe da so ein Gefühl, dass es hier so Schalter gibt irgendwo. Ja, siehst du, da ist ja schon mal einer. Und dass das der Mechanismus ist, den du meinst. Bloß irgendwie passiert da nichts. Gibt es vielleicht noch mehr Schalter? Da irgendwo? Nö. Dann vielleicht hier? Ja, da ist einer. Tagebucheintrag. Ah, das Portal. Ah, das Portal. So heißt die Quest. Natürlich. Will drei Fragmente. Genau. Steinkreis, Steinwächter. Mehr als ein Beben hat es dabei nicht gegeben. Mhm. Ja, was meinst du denn dazu? Hey, du. Hast du vielleicht eine Idee? Ich habe den Mechanismus betätigt. Da tut sich rein gar nichts. Dann haben Loberts Bauern wohl recht gehabt. Sie haben erzählt, dass jemand von ihnen schon mal an den Steinen herumgespielt hat. Ein Steinwächter sei wie aus dem Nichts erschienen und hätte sie angegriffen. Die Bauern riefen die Milizsoldaten riefen die Paladine, die kamen auch und zerstörten das Monstrum. Ich habe schon die ganze Gegend abgesucht. Wenn es hier ein Ornament gegeben hat, dann haben es jetzt die Paladine. Dann werde ich zu ihnen gehen und das Ornament zurückfordern. In Ordnung. Ich werde jetzt in die Stadt gehen. Wir sehen uns bei Watras. Jupp, alles klar. Vielen Dank für die Hilfe und sorry, dass ich dich da abgeschossen habe. Das war so nicht geplant. Ich wollte nur... Da ist nichts zu holen. ...den da umlegen. Ach je, Kavalon. Sorry. Ach ja... Weißt du, da trifft man im Kampf aus Versehen ein. Und statt dass der das dann einfach sagt, ja komm, ist okay, kann passieren, hast mir geholfen, meine Gegner zu besiegen. War trotzdem einfacher als alleine.
Nö, muss er mich noch angreifen und fertig machen. Naja. Die KI ist nicht die beste. So. Ich gehe zu den Paladinen. Und dann kann ich ihnen auf jeden Fall sagen, dass ich das Ornament brauche. Vielleicht kann ich auch Valentino... Nee, nicht Valentino. Wie ist der... Wie ist der... Nicht Valentino. Larius? Nee, wie hieß denn der? Boah, wie hieß denn der Typ, den ich da verprügelt habe vorhin? Cornelius. Wie komme ich auf Valentino? Cornelius kann ich vielleicht verpfeifen. Schauen wir mal. Der hat's ja verdient. Also wenn er Ben in den Knast bringt, dann hat er das verdient. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist. Aber das Ding ist wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Es ist für euch völlig wertlos. Haha, vielen Dank. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Vielleicht kann das Auge Inas uns jetzt alle retten. Mhm. Ja, ich bin auf dem Weg, das zu suchen, ne? Da war ja was. Auge Inas und so. Da war was. Wo kriege ich 25 Mana her? Hier kriege ich 10 Mana. Und 10 Mana. Und dann kommt auch wieder. Und dann habe ich mein Mana wieder voll. Cornelius kann ich jetzt hier leider nicht verpfeifen. Dann kann man nicht verpfeifen. So, das heißt, ich muss jetzt... Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Dankeschön. Ich muss jetzt nach Nordosten noch in den Wald rein. Das ging ja schon mal herrlich schief, als ich auf Orks und Waage getroffen bin. Ich habe da eine Idee, was ich tun könnte. Und zwar bin ich ja damals da mitten in den Wald reingelaufen. Vielleicht kann ich ja zum Waldrand außen laufen. Das könnte eventuell funktionieren. Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Das könnte ich ausprobieren, aber... Was ich zuallererst versuchen will, abgesehen davon, dass ich hier Bossbar meinen Scheiß verkaufe... Hab ich noch Fälle? Ich habe auch Fälle, oder? Von den Schafdieben vorhin. Also, vorhin. Vor 2-3 Folgen. Hier, kannst du haben. So. Also für mich ist es vorhin, weil das ist die dritte Folge in dieser Aufnahme. Aber für euch ist es natürlich einige Tage her. Ich kann ja Laris bitten, mich zu begleiten zum Steinkreis. Und ich hoffe, das funktioniert. Denn es gibt den sogenannten Laris-Bug, den ich wohl aus Versehen exakt getroffen habe. Nämlich, also das ist ja der Grund, warum er mich völlig zu den Wassermagiern gebracht hat. Aber ich hoffe mal, hier mit dem Steinkreis funktioniert das. Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Er ist schon wieder auf dem Hof. Genau, das habe ich auch gesagt. Geh mal hin, ich denke, er will sich auch noch selbst bei dir bedanken. Ja, da war ich schon. Ist hier was Neues? Wegen der verschwundenen Leute. Nö, da gibt's nichts Neues. So. Kannst du mir helfen, durch den dichten Wald im Osten zu kommen? Okay, aber was willst du da? Ich bekam von Nefarius den Auftrag, nach weiteren Ornamenten zu suchen. Eine Stelle, an der ich suchen soll, ist mitten im Wald. Ich verstehe schon. Der ist dir alleine noch zu gefährlich, was? Kein Problem. Sag mir, wann du los willst. Ich will jetzt los. Und ich hab den Laris-Bug. Er kommt nicht mit. Schade. Dann muss ich mich da wohl alleine durchprügeln. Wie gesagt, ich habe ja immer noch die Idee, dass ich mich am Waldrand entlang rumschleichen kann. Dann werde ich das Ganze mal versuchen, ne? Und ehrlich gesagt, nicht um 16 Uhr. Und vor allem nicht, wenn es pisst. Ach ja, genau, richtig. Er meinte ja gerade, also jetzt nicht Laris, sondern Cavalorn meinte ja, wir sehen uns bei Vatras. Der müsste irgendwo hier sein. Vielleicht will er ja wissen, oder freut sich, wenn ich ihm sage, dass ich das Ding habe. So. Ich habe das fehlende Ornament von Lord Hagen bekommen. Siehst du, hatte ich mir doch gedacht, dass die Paladine es hatten. Und er erwählte den Menschen. Das hat funktioniert. Und Inas? Ist bei dir irgendwas? Nö, aber immer nur so auf zu labern, das ist ja schon mal irgendwas wert. Ein bisschen was wert.
Ach, ich weiß nicht, mich nervt es so ein bisschen, wenn die Leute so im Hintergrund so laut vor sich hin erzählen. Wobei der hier ist ja der Allerschönste. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Passanten hier sich unterhalten. Gar nicht. Überhaupt nicht. Finde ich gut. Finde ich super. Im Gegenteil. Das macht schöne Atmosphäre. Aber was ich halt gar nicht kann, sind so Leute, die groß irgendwie rumpredigen und... Ach, ich weiß nicht. Das kann ich auch in echt nicht ab. Okay, da war irgendein Bug. Was soll's. Bis zum nächsten Morgen bitte einmal schlafen. Warum bis zum nächsten Morgen? Jetzt ist wieder 8 Uhr. Und ich hoffe mal, das Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. Und es pisst nicht mehr so ohne Ende. Weil, hey, ich bin hier Feuermagier, ne? Und Feuermagier und Regen, das passt nicht gut zusammen. Wer sagt denn sowas? Gut. Kantar, du Idiot. Nee. Bei dir gibt's nichts. Ich kann dich nicht prügeln oder so. Oder zur Rede stellen. Bei dir gibt's auch nichts Neues. Oh mein Gott, dieses Ruckeln. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ah ja, hier sind Suchende, aber da will ich hin. Genau, ich will da hoch. Die Frage ist, bin ich schon stark genug, um mich mit den Banditen in Checks Leuchtturm anzulegen? Denn wenn ja, könnte ich das jetzt auch tun bei der Gelegenheit. Ich würde mal sagen, ich laufe da hoch und speichere eine Runde. Und dann würde ich das Ganze einfach mal ausprobieren. Vielleicht klappt es ja. Und wenn es klappt, dann habe ich schon meine weitere Quest wieder abgehakt. Auf dem Weg, dieses Spiel hier zu beenden. Zu 100%, wenn es irgendwie geht. So, gibt es irgendwie Gegner? Nein. Sehr gut. Mein Rücken ist frei. Nur da vorne sind halt diese seltsamen Halunken, die den Leuchtturm besetzen. Gut, wie gesagt, einmal speichern. Und dann versuche ich mich doch mal an den beiden. Welchen nehme ich? Ich nehme den da. Ja, das trifft beide. Sehr gut. Dann würde ich gerne einmal in Deckung gehen. Oh, oh nein, ich hätte vorher den Mana-Trank auswählen sollen. Ich Idiot. Den hier. Ja, okay, geht noch. Alles gut. Alles gut, alles gut. Ich könnte auch hinter diesem dicken Baum da in Deckung gehen, ne? Reicht es? Ja, es reicht. Sehr schön. Dann aber bitte gleich wieder auffüllen. Ich weiß ja nicht, ob ich es nochmal brauche. So, ist da ein zweiter? Ja, da ist ein zweiter. Und wer weiß, ob nicht noch einer drin sitzt. Ich trinke gleich nochmal meinen Mana. Hallo? Ah, ich Depp. Ich habe wieder 4 gedrückt. Im Inventar. Das finde ich ein bisschen dämlich, dass das funktioniert. Wenn ich im Inventar 1 drücke, dann zieht er die Waffe. Nicht so. Und wenn ich im Inventar 4 drücke, um meinen Zauber zu ziehen, dann versucht er die 4 mit dem, was ich gerade ausgewählt habe, zu belegen. Finde ich ein bisschen blöd. Ein Halunke. Da! Dann machen wir das doch ganz. Das doch mal so. Wo ist denn der jetzt? Halunke? Halunke? Hey! Wo bist du hin? Habe ich den jetzt irgendwie verglitscht oder so? Ah, ne, habe ich nicht. Okay. Vielleicht durch die Wand durch. Sorry. Ich wollte dich nicht durch die Wand durch schicken. Wir kämpfen um die Häuserecke. Coole Sache. Wow, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Halleluja. Lass das. Geh weg. Darfst mich nicht töten. Ich will dich töten. Geh weg. Hau ab! Bleib stehen, du Lump! Ja! Sobald du aufhörst, mich zu verfolgen. Schießt er jetzt? Nee, schießt er nicht. Okay, immerhin. Oh mein Gott! Was zum Henker? Ich krieg dich, du Arsch! Ich krieg dich!
Wobei ich ja schon gerne wüsste, wie der nach draußen gekommen ist. Ich schätze mal echt, dass es ein Bug war, dass ich den irgendwie durchgeglitscht habe. Ja, okay, ist auch so ein 300er. Ist klar, die halten ein bisschen mehr aus. Aber egal, ich hab's geschafft. Yeah, baby, I did it. So, das gefällt mir. Was habt ihr denn in der Truhe? Die ist natürlich offen, dachte ich mir. Ihr habt die geknackt, ne? Wahrscheinlich haben sie die geknackt von Greg. Nicht Greg, Blödsinn. Greg. Greg ist ein Pirat. Jack. Jack ist der Captain. Der Schiffskapitän. Und hier oben ist keiner mehr. Hätte ich ja jetzt gedacht. Also, nee, stimmt gar nicht. Jack ist gar nicht mal Schiffskapitän. Jack ist doch hier Leuchtturmwärter. Ich glaube, er war früher Schiffskapitän. Nun, wie auch immer. Ich bin mir sicher, er wird sich freuen, wenn ich ihm die frohe Kunde überbringe. Dass er wieder zu seinem Leuchtturm kann. Du. Hey, Jack. Aufpassen, dass man so rumerzählt. Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Nope. Gerade nicht. Wobei, beziehungsweise doch, eigentlich schon. Ich gehe da hoch. Ich gehe da wieder hoch. Und dann wieder in Richtung Wald rein, ne? Da wollte ich ja eigentlich hin. Die Banditen waren ja eigentlich nur so eine kleine Ablenkung. So, aber bis ich da jetzt ehrlich gesagt hochgelaufen bin, wird einiges an Zeit vergehen. Weswegen ich nochmal hier eine Runde pennen werde. Also nicht deswegen, aber um mich zu heilen und mein Mana wieder aufzufüllen. Kostenlos. Und dann gehe ich dort wieder raus zu der Weggabelung in Richtung Wald rein. Allerdings werde ich dann diesmal aber mit ihm nicht dem Weg folgen, um in die Wargs und die Orks reinzulaufen, sondern eher versuchen, mich links zu halten. Zum Waldrand oder beim Waldrand bleiben. Da müsste dann auch irgendwo eine Klippe sein, nehme ich an, weil ja unten runter Meer ist, ganz viel. Das ist ja schrecklich. Oh gut, oder ist da keine Klippe? Nee, das wird schon Klippe sein. Das wird relativ steil sein, nehme ich mal an. Denn sonst könnte ich einfach gemütlich außen rum schwimmen dorthin. Zu dem Steinkreis. Naja, ich weiß ja nicht, ob es ein Steinkreis ist. Das könnte ja noch was anderes sein. Aber die beiden anderen waren ja bisher auch Steinkreise, die beiden anderen Orte. Da ist der Suchende. Mich kriegst du nicht. Hihi. Tschüss. Aber ich werde dich kriegen in ein paar Levels, wenn ich stärkere Zauber habe. Jawohl. So sieht's nämlich aus. So sieht's aus. Ich bin immerhin stark genug, wie ich ja vor ein paar Folgen schon geschätzt habe. Ich bin stark genug, einen Suchenden gerade so zu besiegen mit Trickserei und hin und her. Aber so direkt 1 und 1 klappt es noch nicht. Ohne Deckung und wieder auffüllen und so. Genau, also ich bin da hochgelaufen, ich war da unten bei einem Sumpf, ich bin da hochgelaufen zu den Orks, aber da links, guck mal, da geht's auch hoch. Dachte ich's mir doch. Das dachte ich mir. Dass ich da Richtung Klippe oder Strand kann. Ach, Wölfe, ihr seid so hübsch, ich will euch nicht töten. Könnt ihr nicht mich nicht angreifen und euch und mir einfach euer Fleisch und euer Fell geben? Wobei, das mit dem Fleisch könnte schwierig werden, ne? Ohne zu töten. Zugegeben. Alter! Warum ruckelt das? Ach, guck mal, Snapper. Sag mal! Also jetzt nicht sag mal wegen Ruckeln, sondern sag mal wegen ich treffe nichts. Ich werde doch jetzt hier keinen Zauber verschwenden für Blutfliegen. Ja, und die zweite geht natürlich dann mit einem Schlag. Das war ja klar. Ah, wie ich sowas hasse. Wie ich sowas hasse. Das ist einfach so. Ich hasse diesen Zufall darin. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Diesen Zufall in meinem Schadenswert. Das ist so halt. So eine Riesenstreuung.
Ich meine, ich finde es ja gut, dass es ein bisschen streut, dass man nicht immer exakt gleich viel macht, aber es sollte doch zumindest ungefähr einschätzbar sein, finde ich. Naja, egal. Hier sind ein paar Snapper. Ob ich die wohl besiegen kann? Und warum hat dieser Zauber jetzt schon wieder nicht getroffen? Ich habe das Gefühl, wenn ich zu nah dran bin, dann trifft der Zauber nicht. Kann das sein? Nee, Moment, der hat getroffen. Hä? Aber, das verstehe ich nicht. Nee, sorry, das ist mir jetzt gerade zu hoch. Ich habe gezaubert und vorher kam irgendwie schon eine Feueranimation. Und irgendwie... Ach, keine Ahnung. Es hat funktioniert. Ist ja auch egal. Es hat funktioniert. Das ist alles, was zählt. Eine Klippe. Dachte ich mir doch. Und da unten... Moment. Ist da unten? Da unten ist Strand. Guck mal. Ist da nicht der Pirat oder so? Nee, okay. Der müsste dann doch ein Stück weiter da hinten sein. Unter dem Leuchtturm oder so. Nun denn. Ich werde hier... Nachdem ich jetzt mein Mana aufgefüllt habe... Boah, was mache ich denn da? Ich würde mal sagen, ich trinke ganz viel Bier. Und dann werde ich ganz viele Fische essen. Oder vielleicht zuerst hier dieses Butlerfleisch. Und dann werde ich ganz viele Fische essen, um mich hochzuheilen. Denn diese Folge ist an dieser Stelle zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal in der nächsten Folge. In der nächsten Aufnahme. Wenn ich hier vollständig geheilt wieder weitermachen werde. Und hoffentlich den letzten Steinkreis oder das letzte Ornament zumindest finde. Ja. Bis dahin, auf Wiedersehen.